als wir das erste Mal uns gesehen haben, das erste Mal uns reden gehört haben, haben wir es gewusst. Du hast für mich wie geschaffen. Du hast für mich wie geschaffen. Wir haben gedacht, das ist klasse, dass wir uns endlich getroffen haben. Wir haben gedacht, das ist wichtig, dass wir uns endlich gefunden haben, um zusammen zu bleiben, zusammen zu leben. Wir haben gedacht, es wird besser sein, besser als vorher, als wir nichts voneinander gewusst haben. Unsere Pulsschläge, die plötzlich den gleichen Rhythmus haben, die Umarmung, die tiefe Umarmung, das ineinander eindringen, das Bedürfnis, noch viel tiefer ineinander einzudringen, noch viel kraftvoller einander zu umarmen. So stark, dass man zuletzt vergessen kann, dass man einen eigenen Körper hat. So stark, dass man zuletzt glauben kann, es ist alles nur ein einziger Körper, du und ich. Die Reize der intimen Berührungen, das nicht nur kriegen können, nicht nur vom Taktschlag von deinen Orten, nicht nur von der Bewegung und dem Gefühl, ich bin du. Die Nacht im Schlaf, die einzige Nacht. Die einzige wirkliche Nacht, die es je gegeben hat. Die einzige wirkliche Nacht, die es für uns gegeben hat. Die Tulpen husteten mich an, die Bäume und Sträucher niesten ständig und die Wiese bekam einen Heuschnupfen. Sich immer besser die Gesichter malend
und nie was anderes als die Abbilder ihrer Gegenseitigkeit einander nie ablassend abmalen, dass die Abbildungen ihrer Gesichter für Sekunden zu eigenem Leben erwachen, als würden Maler und Malerinnen von ihren Bildern gemalt, bis ihnen eines Tages die Gnade gewährt wird, die letzte Vollendung der Gegenseitigkeit zu erlangen, sodass sie in der Insgesamtheit ihrer selbst sich in ihren gegenseitigen Gemälden auflösen. Für Ingrid. Auf den Telegraphendrähten sitzen diese Vögel und zeigen dem heutigen Abendwind den Fortgang seiner Melodie. Wo bleibt ihr denn, ihr Putzigen, ihr fleißigen Kirschakamseln und anderen Fruchtverwerter und fleißigen Besucher der Obstspaliergeflechte? So kommt doch herbei, ihr Raben, die ihr hinterm flügelnden Landmann die Würmer ihm aus seiner Furche pickt. Wo bleibt ihr denn, ihr Saatgutvertilger, ihr unterm Deckmantel der Abenddämmerung die Kröpfe euch vollstopfende Gerstendiebsbande? Ihr ungeliebten Olivenhainbesichtiger, ihr in den Weingärten kundig die Jahrgänge vorausverkoster, wo seid ihr Zwitscherer, Schreier, Heule, Rufer und auch die, die aus den Wäldern die Daten der nächsten Sterbenden ankündigen, so genau und sorgfältig, dass während nächtlicher Schneetreiben auch schon kleine, vorgedruckte Parkzettelchen aus dem Himmel flattern. Wo bleibt ihr fleißig?